So, wir haben uns geheilt und wieder aufgerüstet für unsere Erforschung der Höhle, um die Lyanna zu verfolgen, die Rhys' Verlobte geklaut haben, direkt am Tag der Hochzeit, was euch alles ja inzwischen schon bekannt sein dürfte. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, außer ein paar Heilgegenstände einzusacken für den Fall der Fälle, ist, ich habe eine Stahlnadel gekauft und gebe sie jetzt ihm, und der einzige Unterschied ist, er wurde ein bisschen schneller. Naja gut. Gut, jetzt hat er also eine Stahlnadel in der Hand. Ich nehme an, das ist auch eine Art Messer oder Kurzschwert. Und ein Jagdmesser. Und eins in Reserve, falls er es werfen muss oder so. Kleiner Tipp am Rande. Nein, er kann es nicht, aber hey. Falls es irgendwie kaputt gehen sollte, in der Realität könnte das ja passieren, aber nicht im Spiel, dann hat er eins als Ersatz. So würde Rhys jedenfalls denken, denn Rhys weiß nicht, dass er nur Teil eines komisch programmierten Spiels ist und dass alles, was er kauft, im Prinzip unsterblich ist, solange er es nicht verkauft. Weil sobald er es verkauft, dann teleportiert es der Händler direkt aus dem Spiel raus und er sieht es nie wieder. Okay, gut, jetzt beschleunigen wir das Ganze mal. Das Endlose durch den Dungeon trapsen dauert ohnehin schon lang genug. Gut, jetzt hauen wir dich hier platt und teleportieren direkt in die Höhle. Hey, das ging schnell. Okay, gut, jetzt nehmen wir mal diesmal... Oh, das ging ja nicht. Okay, diesmal nehmen wir die andere Abzweigung nach unten. Das ging natürlich... Oh, komm. Oh ja, wow. 4000 Leute wieder mal. Ah, na gut, aber zumindest... Aha. Gut. Das geht wie üblich. Rhys greift mir an mit seinem Messer. Aha. Das ist also die Stahlnadel. Oder vielleicht steht das für Nadler und nicht Nadel. Das sah ja eher so aus wie eine Schusswaffe. Und hörte sich auch so ähnlich an. Keine Ahnung. Laserkanone? Das ist immer das Problem, wenn man eher als Abkürzung nur sowas wie Steel NDL Punkt hat oder so. Ich sag mal, es ist ein... Ich weiß nicht, was wäre witziger, sich vorzustellen, dass er tatsächlich eine Art riesige Nadel auf den Feind wirft, oder... dass es sich um eine Art Nadlerpistole handelt. Natürlich immer noch witzig. Zap. Ha. Dass sein Jagdmesser genauso viel Schaden anrichtet wie dein Nadler. Ob das jetzt eine geworfene Nadel ist oder eine Pistole, die Energiewaffen-Dings da ist, ähnlich oder so. Na egal. Rhys kümmert's nicht. Er hat zwei Waffen und benutzt sie. Das reicht. Und oh, wir sind schon wieder vergiftet. Naja. Ha, weggebeamt. Ha, dein komisches Schneckenhaus ist kein Schutz gegen eine riesige Nadel. Ha. Für mich so gut. Ich werde jetzt sogar ein Antidot einsetzen. Obwohl... Oh, 33 von 47. Das ist viel zu früh. Ja. Nee, auf diese Weise kann ich sie als eine Art mobiles Schutzschild gegen Vergiftungsattacken einsetzen. Schließlich kann keiner zweimal vergiftet werden. Nicht einmal in so einem alten Spiel. Und weiter klopfen wir uns hier durch Klopperwinski. Ja. Gucken wir mal. Ach, schade, jetzt können wir nicht auf das Viech zielen. Ah, das können wir doch. Ja, genau, das erste war das Messer. Ah, vergesse ich immer. Ha, zu spät. Zack und zapp. Haha. Kommt, hört auf. Los, sterbt. Ha. Erledigt. Ja, schade, wäre es nicht 3 Kilometer runter in diese Maschinen gefallen, hätte ich mir das Fell nach zu Hause vor dem Kamin auslegen können. Okay, weiter nach Süden, weiter nach Süden, weiter nach Süden, weiter nach Süden und nach Osten, jetzt nach Osten, jetzt. Ich werde dich besiegen, Labyrinth, ich werde dich besiegen und zapp, tot. Macht irgendwie Spaß, die so niederzumetzeln. Vielleicht sollte Rhys noch einen zweiten Stil-Nadler kaufen. Oh, jetzt gucken wir mal, was da drin für ein nutzloser Kram drin ist. Aber vorher wird mir ein bisschen heiler, ja.
machen. So, weiter geht's. Oh, na gut, ein bisschen nützlicher. Na gut, genauso nützlich. Aber viel gebracht hat es nicht. Die versuchen wir weiter nach Osten zu gehen. Ah ja, wir sind wieder mal in die Falle gegangen. Oh, jetzt sind wir beide vergiftet. Okay, jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen, wo Rhys als das Vergiftungsschild herhalten muss. Und wir Mjö heilen müssen. Okay. Das war gefährlicher, als ich dachte. Naja. Ach ja, stimmt. Stimmt. Was haben wir hier nochmal? Anti. Hey, vielleicht ist das sowas wie Antidote. Nein, es wirkt überhaupt nicht. Okay, gut. Dann haben wir wieder mal was gelernt. Nein, nicht so schnell. Ich bin immer zu schnell mit meinen Tasten hier. Gut. Heilung. Gut, das ist ein bisschen wenig. Warum ist man so schnell weg hier schon? Okay, gut. Weiter nach Osten durch die Maschinenhöhle des Grauens. Und, oh, da geht's nach draußen. Okay, jetzt. Ach, kommt, Leute. Sterbt, sterbt und sterbt. Los, hier, friss Messer und friss Laserkanone oder was das ist. So. So, Rhys und Co. haben wieder alles niedergemetzelt. Und wo wäre das hingegangen? Ja, in eine Sackgasse. Das war natürlich typisch. Okay, jetzt reicht's. So, Rhys ist so sauer, dass er jetzt ein Gegengift nimmt. Und sich nochmal heilen lässt. Und dann los zu der Treppe. Ich will dieses zugegeben recht tolle Dings da im Hintergrund nicht mehr sehen. Wirklich, ohne die Monster wäre das hier ein guter Ausflugsort. Allein für diesen lustigen, glimmenden Maschinenhintergrund. So, zapp. Und als Gegenangriff kommt ein Feuerball. Aber dann ist das Viech auch tot und Mjö wird zur Belohnung aufgestuft. Ah, mal sehen, was uns da jetzt erwarten wird. Neues Stockwerk. Logik sagt ja eigentlich. Naja gut, wenn wir tiefer in den Berg reingehen, lassen wir uns beim nächsten Mal überraschen. Okay, dann mal los, Rhys. Er stürmt hoch mit seinem Messer in der Hand und... Hä? Ist denn jetzt plötzlich Winter geworden? Haben wir da drin so lange festgesteckt, dass wir jetzt Winter haben? Und so lange kam das gar nicht. Oh, ach so. Wir sind jetzt hier. In diesem Teil. Okay, gut. Ach ja, wäre vielleicht auch mal kurz klug von mir, den Monitor zu benutzen, um zu gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Da sind keine Flecken, wie Städte und sowas. Das könnte ouchy werden. Gehen wir mal nach Osten und gucken. Was ist das? Da gehen wir hin. Und was ist das? Sieht aus wie ein Karnickel mit Federn, das ein Drink in der Hand hält? Oder bin ich und eine Taucherbille trägt und Schwanzfedern hat wie ein Vogel? Entweder bin ich schon zu müde oder diese Pixelgrafik. Und arg, was zum... Nein, das ist eine Art Vogel. Jetzt sehe ich, das ist eine Art Vogel. Und jetzt ist es tot. Okay, gut. Das war unerwartet. Wirklich, mein zweiter Gedanke gewesen, ist das ein Roboter oder sowas? Na gut. Vogel und... Hey, weg da, weg da, weg da, was ist das? Was ist das? Nothing unusual here. Sag mal, spinnst du Stimme? Rhys kann aber deutlich was auf dem Boden sehen. Eine Art Anlegestieg? Ha, egal. Gehen wir mal weiter. Oh ja, das ist immer so toll. Wenigstens scheinen diese Viecher hier halbwegs harmlos zu sein. Wenn sie eine ordentliche Ladung Trefferpunkte haben, im Vergleich mit den Viechern im Westen. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo wir hier lang müssen. Oh, okay. Autsch. Autsch. Okay, gut. So viel Schaden richten die nicht an. Und wir können immerhin ein bis zwei ausschalten pro Runde. Und Rhys hat so viel rumgemordet, dass er wieder aufgestuft wurde. Okay.
Da geht's wahrscheinlich in der Sackgasse und nicht zu einer Stadt oder sowas. Wir halten uns mal besser im Osten und versuchen mal nach Süden zu gehen. Dann sind wir zumindest noch nah genug an der Höhle, dass wir zur Not durchrennen können, jetzt wo wir den Weg halbwegs kennen. So, schon. Ach, ja. Es sind drei von diesen Busguls. Sterbt, verdammt. Ihr mögt zwar keine Küken sein, aber das heißt nicht, dass ich Gnade zeige. Ihr werdet weggelasert hier. Autsch. Okay. Die sind doch gefährlicher als gedacht. Mal heilen. Also gut, wir haben es jetzt also auf die andere Seite geschafft. Aber es sieht fast so aus, als würden wir hier nicht überleben können und müssten bald fliehen. Naja, gut. Oh, eine Stadt! Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Jetzt schnell in die Stadt hier rein. Oh, Gott sei Dank. Und ein Schiff. Aber jetzt quasseln wir mal diese dummen Leute hier an. Hi! This is Ryusel, Fremder. Ein kleines Fischerdorf. Hey, Moment, Moment, Moment. Ein Fischerdorf? Oh ja, ein Fischerdorf. 3 Meilen überall vom Meer, vom Wasser entfernt. Man, wir müssen jeden Morgen aber ziemlich lang laufen. Na, wenigstens ist es in der Nähe von einem Wasser. Ah ja, wir leiden alle Wege von Hunger und wegen der Kälte. Alles ist zugefroren. Kumpels, erstens, ihr könnt Löcher in das Eis bohren, wenn es nicht zu dick ist. Immerhin, die Bäume sind ja noch hier und nicht totgefroren. So, und hier ist auch noch kein Schnee. So schlimm kann es doch gar nicht sein, wenn ihr noch draußen rumläuft und alles. Und zweitens, vielleicht leidet ihr auch unter Hunger, weil ihr jeden Morgen 3 Stunden laufen müsst, bis ihr das Wasser erreicht und fischen könnt. Ne? Ja. Okay, Lady. Oh, hallo, Zwillingus von den all den anderen Städten. So übernachten wir mal. Okay, Ries ist vollkommen so in Ordnung damit, dass hier anscheinend eine ganze Stadt ist, ein ganzes Fischerdorf, auf der anderen Seite von einer komischen Maschinenhöhle, wo vorher anscheinend nie jemand rein konnte. Jupp, ist alles voll normal. Wie kamen die Leute hierher? Waren die schon vorher hier da? Jupp. Ries stellt sich diese Fragen nicht, denn er sucht seine Verlobte. Und alles andere ist zweitrangig. Gut, gehen wir mal in Fasshausen rein und gucken, was es hier gibt. Lustigere Musik. Hi, I'm the supply job. Yep, genau. Genau, das brauchen wir. Und das brauchen wir auch. Ja, yep, in der Tat. Wir brauchen nämlich noch ein Antidot für Mio. Vorsichtshalber.